Achso. Let's go, Leute! Da sind wir wieder, euer Pokémonie bei Ich bin's Tim 93 mit dem vierten Display, was wir wieder schon ausgepackt haben und haben hier 5x4 Booster liegen, denn diese Tuck-Boxen beinhalten 4 Booster und ich denke, wir fangen gleich mit der goldenen Mitte hier oben an, in der Hoffnung, dass auch euer Pokémonie eine sogenannte Ghost Rare-Karte zieht. Denn die letzten 3 Displays haben schon in 2 Displays absolut gegönnt. Und welche Ghost Rare wir gezogen haben, könnt ihr sehen, wenn ihr euch die Videos anschaut. Let's go, wunderschöne Karten. Ja, wobei ich sagen muss... Haben wir aber schon alle oft gesehen, deswegen kannst du auch schneller machen. Jawohl. wobei ich sagen muss, dass viele der Karten, die wir hier ziehen, gar nicht so aus meiner Zeit des Yu-Gi-Oh! Kommen. Denn meine Zeit Yu-Gi-Oh! Oh mein Gott. Ist das der rote Drache? Nee. Ist das ein Ghost-Rare? Red Dragon Archifiend, das ist eine sehr gute. Aber also, das ist keine Ghost-Rare, oder? Doch, das ist eine Ghost-Rare. Ist eine Ghost-Rare, come on! Pokémon, die hat eine Ghost-Rare gepolt, Leute. Ach, ich meine, so ist es doch richtig, so ist es gewollt. Alte Schwede. Sehr gut. Ich musste jetzt selber erst gucken. Ich finde, die hat wahrscheinlich aufgrund der Farbe der Karte rum zu einen ganz anderen Effekt als die Ghost-Rare, die wir bisher gepolt haben. Noch nicht, also super. Roter Drache, Archifeind. Ja, jetzt fehlen noch 2 Stück. Wunderschön. Die Karte stellen wir natürlich nach hinten. Und so habt ihr gesehen, Leute. Sehr gut. Die goldene Mitte ist heute die Ghost-Mitte. Wollen nicht viel quatschen. Wir wollen weiter pullen. Um so für euch, mit euch, für ich bin's Tim 93 natürlich, noch mehr Ghost-Karten zu ziehen und das Master-Set auf Englisch für ihn zu vervollständigen. Ich glaube, wir haben uns die richtigen Displays von oben rausgesucht. Alles klar. Ja, das glaube ich, denn du hast so viele Displays hier. Wie machst du es eigentlich? Wenn wir, du hast ja schon Displays auf dem Dachboden, wie du im letzten Ding, glaube ich, gesagt hattest. Wenn wir dein Master Set voll haben, willst du weitere Displays öffnen oder willst du die auch lagern? Die lagere ich. Nice. Das heißt, wir können in 10 Jahren nochmal kommen, um ein solches Opening zu machen. Die nächste Tuckbox ist dran. Die erste Tuckbox hat die erste Ghost Rare gebracht. Und ich hoffe... So geht's weiter, aber der erste Booster möchte nichts gehen. Da ist der Cyber-Enddrache. Den haben wir im ersten Display, glaube ich, schon als Ghost-Rare-Karte gepult. Ja, glaube im ersten. Wir haben noch nicht die günstigste gepult. Das ist sehr gut. Alles andere ist mir egal. Aber es heißt günstig. Ich glaube, jede Ghost-Rare ist schon artig. Aber ich habe sie schon, die günstigste, also brauche ich sie nicht zweimal. Welche ist denn die günstige? Auge des Timaeus. Auge des Timaeus. Ich halte die Karten erstmal wieder so, dass ihr nicht die letzte Karte sofort sehen könnt. Das ist jetzt keine große Welle. Nein. Die liest du ja fast gar nicht. Ja, das stimmt. Jetzt, wenn ich von der Seite auf die Karte gucke, kann ich den Red Dragon Archfeind kaum erkennen. Ihr merkt das wahrscheinlich. Selbst ich, der Pokémon, der täglich Booster für euch öffnet, ist ein wenig nervös. Denn... Die Yu-Gi-Oh! Booster mit der Chance auf diese wahnsinnigen mega seltenen Ghost Rare Karten hat schon was an sich. Und ich hoffe, ihr sitzt genauso spannend vor eurem Bildschirm und fiebert mit, Leute. Red Eyes Zombie Necro Dragon. Das sind alles Karten aufgebaut auf den rotäugigen Drachen. Ja. Was? Dark Armored Dragon. Das gibt's nicht. Ist das die zweite Ghost Rare Karte? Und die fehlt mir noch. Ja, come on, Leute. Und auf die sinnlose Frage, ob diese Karten alle was mit den schwarzen rotäugigen Drachen zu tun haben, pullt der Pokémon die mit eurer Magie gleich die nächste Ghost Rare Karte. Das gibt's doch nicht. Und damit gleich die erste Karte, die dem Ich bin's Tim 93 für sein englisches Master Set noch ich hatte fehlt. Ich habe 2 Cases mit Doppeldisplay, das ist ja krass. Alter! Und da haben wir sie nochmal für euch zu schauen. Jetzt leite ich sie kurz zur Seite und jetzt könnt ihr den Ghost-Effekt sehen. Jetzt fehlt nur noch eine. Die Karte verschwindet im absoluten Nebel. Das ist so in Anschein. Und wir haben noch 4, 8, 11 Booster, um die dritte Ghost-Karte zu pullen. Denn ihr wisst, ich bin's Tim 93 und Luca haben zusammen aus dem ersten Display, ich glaube 2 Ghost-Karten das gepullt. Was für Pokémon hier heißt? Duell, lass das Spiel beginnen und wir ziehen. Das wäre der erste Deutsche, das wäre nicht möglich. Wir ziehen 3 Ghost Rare Karten, um dieses Battle für uns zu gewinnen. Ah, Leute, ihr wisst, möglich ist alles. Wir müssen nur fest an das Herz der Karten glauben. An das Catch It All von Pokémon. Und wir werden sie alle schnappen. Come on. Und überbietet er nicht, das schafft er nicht. Nee! Das
aktuelles angenommen. Mit der wunderbaren Kuribo-Flöte. Oh, da ist noch eine Karte dahinter. Jetzt hätte ich eventuell eine Großwehrkarte zur Seite gelegt. Du bist langsamer als dein Jungen. Ja, ich genieße auch. Aber ich möchte, genau wie ihr alle, meine Zuschauer nicht am Fernseher festkriegen. Ja, die Welt geht unter. Das Mammut Chaos Griefer, das war schon letzte Karte. Und wir kommen so auf die letzten beiden Tuckboxen und starten gleich die linke Tuckbox mit dem schwarzen Magiermädchen auf dem Boostercover. Ich habe Angst, wie ein bisschen beim Aufmachen, dass ich die Karten zerstöre. Ja, das ist da merkt man, wie nervös ich bin, Leute. Erst recht zwei Großwehrkarten. Zwei Großwehrkarten schon gepult auf diesem Display. Und damit ziehen wir gleich mit dem ersten Display, geöffnet von Ich bin Tim 93 und dem Sohnemann Luca 7. Aber kommst nicht ran, wir haben den weißen Drachen gezogen. Ja, aber komm, ich habe genau, die anderen beiden Großwehrkarten gezogen. Und der weiße Drache, ich glaube, der wartet hier auch noch auf uns. Den haben wir doch schon gezogen. Ja, aber die kann ich aufholen, damit ich eine Großwehrkarte mehr habe als ihr. Jetzt habe ich, glaube ich, da eine weggenommen gerade. Alter, die Welt geht unter. Eifer, der Geist Geiste. Die Welt geht unter. Karten sind wahnsinnig. Nee, ist keine große Welt, nee. Aber so, ne? Das konnte ich spüren, da ich noch eine Karte in der Hand hatte. Aber sind nicht alle Karten, die wir hier haben, Rare-Karten? Ja, das sind alles. Weil sie Holo sind? Richtig. Was ist denn eine Ghost Rare? Eine Hyper Rare, eine Ultra Rare, eine Super Rare? Eine Ghost Rare, das ist eine richtige Bezeichnung. Der Name sagt, das ist eine Ghost Rare. Ja. Eine eigene Kartenform. Und damit kommen wir zur letzten Puckbox. Um jetzt in völliger Magie die dritte Ghost Rare zu ziehen, um so die anderen beiden absolut zu dissen und das Duell auf unsere Seite zu ziehen. Denn mit eurem Glauben, liebe Zuschauer, denke ich, habe ich die Kraft in meinen Fingern für den absolut endgültigen Lucky Pull. Ach du Scheiße! Denk mir das! Das ist keine Ghost Rare, nein. Wirklich? Nein. Ich habe noch gar nicht. Naja, ich bin's Tim 93, kann mich so hinters Licht führen und natürlich sagen, nein, das ist keine Ghost Rare, um so das Battle für sich zu gewinnen. Das kann ich schon verstehen mit dem Display. Aber ich glaube, wenn wir jetzt aus diesem letzten Booster, ihr wisst, Booster klopfen, die dritte Ghost Rare ziehen, um das Battle zu gewinnen, kann auch der Ich bin's Tim 93 sich nicht ruhig halten und wird sofort sagen, in die Hülle, in die Folie, in den Toploader. Drum sind wir jetzt ganz langsam und ziehen 3, 2, 1... Let's go! Nö. Der Galaxy Soldier. Damit beenden wir auch in meinem Display das Ganze mit zwei wunderbaren Großwehrkarten, mit der Großwehrkarte, die ich mit Tim 93 noch fehlte. Und ich denke, beide haben gefehlt. Ja. Umso besser. Und ich denke, damit haben wir die Displays gerippt. Und wir werden jetzt noch wie einige Videos machen, wo wir einzelne Tuckboxen für euch öffnen, damit die Videos für euch kürzer sind und trotzdem mit dem Mega-Inhalt. Und bleibt am Pokéball-Bildschirm, glaubt an das Herz der Karten, schaltet wieder ein, wenn ihr mich habt, abonniert gerne und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video. Come on!